Blankenheim liegt am Westrand des Ahrgebirges in der Eifel und gehört heute zum Kreis Euskirchen. Oberhalb des Ortes befindet sich die Burg Blankenheim aus dem 12. Jahrhundert, die durch den 1997 entdeckten 150 Meter langen Tiergartentunnel mit Wasser versorgt wurde. Die Gebäude werden heute als Jugendherberge genutzt. Im mittelalterlichen Ortskern von Blankenheim sind Reste der Befestigung, das Georgstor von 1670 und der Hirtenturm von 1404 sowie einige Fachwerkbauten zu sehen. Die Quelle der Ahr ist im Keller eines Fachwerkhauses gefasst. Von hier aus nimmt sie ihren Weg durch das romantische Ahrtal, bis sie nach 89 Kilometern bei Sinzig in den Rhein mündet. Im Eifelmuseum, untergebracht in einem Hauptgebäude und dem Gildehaus, wird die Kulturgeschichte der Eifel und Naturkunde in kleinen szenischen Kästen präsentiert. Die spätgotische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt von 1505 erhebt sich auf halber Höhe am Hang zwischen Burg und Ort. Die heute in der Pfarrkirche aufgestellten drei spätgotischen Schnitzaltäre, die als geschlossenes Ensemble dieser Zeit eine Kostbarkeit darstellen, befanden sich ursprünglich in der Schlosskapelle. Der Wanderer geht auf dem Eifelsteig rund 30 Kilometer durch Blankenheimer Gebiet und der Jakobsweg von Köln nach Trier macht hier Station.